Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rahatbox von Ardian Buyupi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rahat von Ardian Buyupi. Das Ganze erscheint am 6. September. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Und ja, wenn wir uns das Ganze so optisch anschauen, ist es doch etwas eigenartig. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Ding gerade aus dem Karton geholt habe, war ich kurz mal etwas erschrocken, denn ich dachte erst, dass es wirklich eine Box wäre und dass die einfach so zusammengequetscht wurde beim Transport, dass hier oben und unten die Tasche rausquillt. Das ist nicht der Fall. Wie wir sehen können, ist das so ein, ja, kein wirkliches Boxdesign, sondern es ist eine Tasche und die ist umgeben von so einer mehr oder weniger Banderole. Wir werden hier mal aufschneiden und das Ganze dann mal näher ansehen. Okay, also so sieht das Ganze dann aus. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit einer Box gerechnet, nachdem klar war, dass deine Sporttasche drin sein wird, war natürlich irgendwie dann auch klar, dass es eine größere Box sein würde, aber ich muss ehrlich sagen, ich war auf Box eingestellt und nicht auf so einen, ja, ich nenne es mal Umschlag. Okay, nach dieser anfänglichen Ernüchterung schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie runter bekommen. Jawohl. Also, wir haben hier diese Banderole, diesen Umschlag. Oben lesen wir Ardian Buyupi Rahat. Das Wort, der Albumtitel, kommt aus dem Türkischen bzw. Albanischen. Ich glaube, in beiden Sprachen wird dieses Wort gleichermaßen verwendet und bedeutet so viel wie, ja, entspannt, bequem, sorgenfrei, also, ja, gemütlich. Wir haben hier den Interpreten abgebildet mit einem bunten Pullover, umgeben von lilanen Pflanzen. Auf der linken Seite sieht das so aus, auf der rechten Seite zieht sich auch diese Pflanzenoptik durch. Auf der Rückseite haben wir hier diese Naht, wo das Ganze zusammengeklebt wurde. Und dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann packen wir diesen Umschlag mal zur Seite. Und der restliche Boxinhalt dürfte sich dann wohl in dieser Tasche befinden. Wir schauen mal, ob wir den hier rausbekommen. Jawohl, also haben wir hier einmal das Album an sich, dann einen Tattoo-Bogen und eine Autogrammkarte und ich glaube, das war's soweit. Okay, so, wir packen auch die Tasche mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, auch die Tasche mal weg. Dann schneiden wir am besten hier oben mal ein. Jawohl. So. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier wieder den Interpreten in einer anderen Pose komplett, also fast komplett verborgen durch diese lilanen Blätter. Hier lesen wir wieder den Albumtitel Rahat. Das Ganze kommt in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir wieder den Interpreten plus den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier Features mit dabei von Ferro47, Kurdo, Mo Phoenix und Noah. Also die sind geläufig. Und dann zwei, die mir ehrlich gesagt nichts sagen. Und zwar einmal Lipe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Elvana Giata. Okay. Und dann haben wir auf der Bonus-EP, auf der FLM-EP auch noch Features. Und zwar haben wir hier Features von Faruko und Xensila, sagt mir ehrlich gesagt auch nichts, und Pay. Ja, hier unten haben wir dann die Credits und einen Barcode. Wir schauen mal hinein. So sieht das Ganze dann aus. Also scheinbar, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir auch kein Booklet. Okay, das finde ich schade. Sieht man selten, aber ja, hier gibt es nicht mal einen Einleger, keinerlei Booklet zu sehen. Wir haben hier drei CDs. Einmal haben wir hier die Album-CD.
Die ist wie das Album Artwork hier so in violett-weiß gehalten. So sieht das aus. Auf der Rückseite wieder Blätter zu sehen. Dann haben wir die Bonus-EP, die FLM-EP. So sieht die aus. Auch hier wieder Blätter im Hintergrund. Und als drittes haben wir dann noch die Instrumentals. Also alles hier in violett-weiß gehalten. Auch hier wieder Blätter zu sehen. Hier lesen wir noch Ardian Bujupi. Und das Ganze lässt sich dann hier wieder zuklappen. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Ardian mit dem Pullover, den er auch schon auf dem Cover trägt. Dann haben wir hier ein AB, also die Unterschrift, die Initialen von ihm. Und auf der Rückseite haben wir eine Telefonnummer. Hier ganz oben, die ich gerade mit meiner Hand verdecke, gibt es eine Telefonnummer. Die zeige ich euch an dieser Stelle jetzt nicht, denn es gab ein Infovideo und in diesem hat Ardian Bujupi angekündigt, dass es die Telefonnummer auf den Autogrammkarten geben wird. Das wird eine WhatsApp-Gruppe sein, in die die Leute eintreten dürfen, die das Album in der Box-Variante gekauft haben. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt kein großes Interesse an dieser Gruppe, aber einfach der, ich sag mal, Fairness halber lasse ich euch diese Nummer hier verdeckt. Dann lesen wir hier noch: Damals hatte ich nichts, heute bin ich Rahat, doch ohne eure Unterstützung und ohne euren Push hätte ich es niemals bis hierher geschafft. Wenn du das hier liest, bist du ein stolzer Besitzer meines vierten Soloalbums und somit auch ein Teil von mir. Bis hierhin war es ein langer Weg und ich danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr mit mir gegangen seid. Ardian Bujupi, Hashtag Addicted Army. Okay, also das ist die Rückseite dieser Autogrammkarte im Hochformat. Wie gesagt, diese Nummer, diese WhatsApp-Gruppe, ich gehe mal davon aus, es gibt wahrscheinlich Leute, die dann diese Nummer verteilen oder rumschicken, aber ja, das kann man nicht ändern. Ich jedenfalls werde das so belassen. Und als einen weiteren Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Tattoobogen. Hier haben wir einmal Rahat, Rahat, Rahat in drei Varianten, groß, mittel und klein. Ich glaube, der Herr Bujupi hat sich diesen ja auch tätowieren lassen, kürzlich. Dann haben wir hier drei Palmen in unterschiedlicher Größe, dreimal den albanischen Doppelkopfadler in unterschiedlicher Größe und zwei Dreiecke. Auf der Rückseite dann noch hier die Gebrauchsanweisung, wie man diese Tattoos verwendet, wie man die am besten anbringt auf der Haut. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch die anfangs gesehene Tasche. Also die ist in schwarz gehalten, in so einer Kunstlederoptik. Hier lesen wir wieder Rahat und daneben steht, wenn ich es richtig lese, Hoba. Okay. Das Ganze lässt sich dann entsprechend hier auffalten und die hat schon ordentlich Platz. Also damit kann man auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen oder auch verreisen. Wenn wir hier mal reinschauen, ist leider echt schwer, aber ja, doch, da ist jede Menge Platz. Wir haben dann hier auch noch so ein kleines Steckfach. Hier kann man eventuell sein Handy oder irgendwas reinpacken. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Jawohl. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Reißverschluss. Also hier so ein Reißverschlussfach. Hier kann man dann auch noch Sachen verstauen. So, jetzt ist er offen. Ja, also da kann man eventuell Geldbörse oder Schlüssel reinpacken. Dann haben wir hier auf der Vorderseite einen Griff. Und auf der anderen Seite hier noch ein extra Zipfach. Und das ist, glaube ich, für die Schuhe gedacht. Ja, also hier kann man dann die Schuhe reinpacken. Einfach auch aus dem Grund, dass wenn dann zum Beispiel die Sohlen irgendwie etwas dreckig sind, dass man die dann nicht hier in das Hauptfach packt und vielleicht irgendwie seine Kleidung oder sonstige Inhalte damit dreckig macht. So, auf beiden Seiten haben wir dann hier auch noch so Plastik, also Kunststoffbügel, die sind für den Gurt gedacht, der ja auch mit Kunststoffbügeln daherkommt, mit Metallclipper, also man kann das dann entsprechend hier so einhaken und dann könnt ihr diese Tasche natürlich auch nicht nur in der Hand tragen, sondern auch über die Schulter hängen
Und dieser Gurt ist dann noch mit Hilfe dieses Teils hier größenverstellbar. Also kann man dann individuell anpassen. Das Ganze ist dann auch hier von der Länge anpassbar. Bedeutet, dieser Tragegurt hier für die Hand, der kann dann hier noch angepasst werden. Hat dann hier oben auch nochmal einen Klettverschluss, um diese beiden Bänder hier zusammenzufassen. Und dann kann man das hier ganz komfortabel tragen. So sieht das hier von unten aus, vom Boden, also wirklich rundum in dieser Kunstlederoptik. Sieht echt fein aus, in Schwarz, sehr edel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich etwas fragwürdig finde, ist dieser Aufnäher hier. Der passt für mich so gar nicht dazu, das hätte ich dann vielleicht in Schwarz gehalten und dann nicht so auffällig in Weiß-Lila. Aber ja, das stört mich, ansonsten ist die Tasche echt sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Sporttasche, diese Tragetasche, dann dieser Tattoobogen, die Autogrammkarte inklusive dieser geheimen WhatsApp-Nummer, plus natürlich das Album inklusive Bonus-EP. Das Album hat 19 Tracks und die Bonus-EP hat, wie viele waren es? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tracks, also kommen wir auf insgesamt 24 Tracks. Jawohl, plus Instrumental-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box, beziehungsweise in dieser wunderbaren, ja, Banderole, in diesem Bundle, möchte ich fast schon sagen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box, der Tasche, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ardian Bujupi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.